Verpassen Sie der CDU Ihre Handschrift auch in Zukunft. Denn die erfolgreiche Mitgliederkampagne geht in die zweite Runde. Und darüber möchte ich heute mit dem Generalsekretär der CDU Deutschlands, Hermann Gröhe, sprechen. Herr Gröhe, was dürfen wir von der neuen Offensive erwarten? Dass die Mitglieder selbst noch mehr zum Träger dieser Aktion werden. Immer mehr Mitglieder wissen, dass eine starke Volkspartei aktive Frauen und Männer, Junge und Ältere aus allen Berufsgruppen braucht. Und wir stellen ja diese Mitglieder in den Mittelpunkt unserer Mitgliederwerbung. Nicht diejenigen, die man aus Funk und Fernsehen kennt, sondern die den Alltag gestalten in ihrer Heimatgemeinde, im Ehrenamt, in der Kirche, im Beruf, die Verschiedenes einbringen. Beim letzten Parteitag haben wir mit herausragenden Plakaten solche Mitglieder nach vorne gestellt. Und jetzt laden wir die Parteimitglieder ein, zu sagen, wer ist denn Ihr Lieblingsmitglied, besonders engagierte Frau oder Mann in Ihrem Ortsverband, schlagen Sie die uns vor. Also wie konkret funktioniert das dann? Ja, also man kann das hier regelrecht mit einem Formular und sagen, das ist die Frau, das ist der Mann, die bei mir in der Gemeinde, im Kreis sich ganz toll im Sozialen engagiert, Erfahrungen als Unternehmer mitbringt, sich als junge Frau, als älterer Mann, wer auch immer engagiert und damit Gesichter, die für die CDU stehen, für uns als Volkspartei, die ganze Bevölkerung auch widerspiegeln, die wir zur Mitarbeit einladen, da werden unsere Mitglieder aufgefordert zu sagen, ich habe eine Idee, das ist eine Frau, das ist ein Mann, die steht für CDU. Und wer wählt dann diese Mitglieder aus? Machen Sie das? Ja, natürlich nicht alleine, denn das wäre ja auch ganz falsch, sondern diejenigen, die für den ersten Teil der Kampagne gestanden haben, diese interessanten Persönlichkeiten, die bitten wir als eine Art Jury mit mir gemeinsam dann diese Vorschläge uns anzusehen, damit wir dann auf dem Bundesparteitag, wenn wir uns in Hannover wieder treffen, sagen können, das sind weitere Gesichter, die dazu einladen, in der CDU mitzutun. Welche Anreize hat sich die CDU ausgedacht, um möglichst viele Vorschläge zu bekommen? Also das ist schon eine tolle Sache, wenn man dann ausgesucht ist. Da gibt es ein professionelles Fotoshooting. Das ist schon ein tolles Erlebnis. Da gibt es die Einladung zum Bundesparteitag und sicher auch die Gelegenheit zur persönlichen Begegnung mit unserer Vorsitzenden, Bundeskanzlerin Angela Merkel, zum Gespräch mit Delegierten auf dem Parteitag, natürlich auch mit mir. Also ich glaube, die Einladung zum Parteitag, aber vor allen Dingen, dass der CDU mit das eigene Gesicht verleihen. Das ist schon eine Sache, von der ich mir verspreche, dass viele mitmachen. Mit wie vielen Zusendungen rechnen Sie? Mal ganz, ganz ehrlich. Es können gar nicht so viele sein. Und ich glaube, jeder weiß, wer die Frau, der Mann ist, an der zum Teil ja der Ortsverband wirklich dranhängt mit ihren Ideen, mit seinem Herzblut bei der Arbeit. Also ich rechne mit vielen Vorschlägen und freue mich drauf.